Freunde, herzlich willkommen bei AJ Barbecue. Servus, grüßt euch, hallo. Schön, dass ihr wieder hier seid. Heute wird wieder gegrillt, heute wird es wieder lecker. Ein One-Pan-Gericht aus dem, ja, hier hinter mir, aus dem Keramikgrill. So schaut's aus. Was es ist, verraten wir euch gleich. Ja, die Zutaten für unser heutiges Rezept seht ihr jetzt vor mir auf dem Brett. Wir haben Obersten, wir haben Bergkäse, wir haben Chorizo, ein schönes Steak. Bacon Jam heute nicht selbst gemacht, nein, wir probieren heute mal fertige. Honig, Paprikapulver, Creme Fraiche, eine Barbecue-Soße. Wir haben Frühlingszwiebeln, Ananas, Süßkartoffeln, Kartoffeln, Zwiebeln, Knoblauch und Feldsalat. Freunde, das ein oder andere Gewürz wird natürlich auch noch den Weg in unsere Pfanne finden. Olivenöl brauchen wir noch, aber das seht ihr spätestens, wenn wir am Brett sind. Ja, jetzt ist es schon soweit. Wir schreiben den 28. August. Es ist saukalt, so 12 Grad, glaube ich, haben wir bei uns im Allgäu. Das halbe Team ist schon in den Süden in den Urlaub geflohen. Die hocken in Italien, in Bibione und in irgendwo anders. Ich sag's euch, wir halten die Stellung, wir drehen für euch. Wir machen heute eine feine Leckerheit. Ja, und ich möchte euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Wir fangen mal an zu schneiden. Heute wieder selber, ohne Jürgen Matt 2000 und Floronot 10. Mach ich selber, krieg mal hin, schaut's aufs Brett, bis gleich. Action! Sagt der schon wieder Action, ich bin noch gar nicht so weit, sag mal Lott! Da haben wir jetzt Olivenöl und da haben wir unsere Kartoffeln in der Pfanne. Na, die große, schöne FP40 von Petromax. Ins Olivenöl geben wir ja, ordentliche Prise Salz. Ich nehme mal Salzflocken, die finde ich irgendwie schöner. Salz kann man in verschiedenen Arten hernehmen. Flocken sind eigentlich für nach dem Grillen aufs Steak. Ja, ich nehme sie auch vor dem Grillen und ich nehme sie auch fürs Olivenöl. Außerdem gebe ich nur ein bisschen eine Gewürzmischung rein. Da habe ich mir was Neues aus Amerika geholt, vom Traeger. Bin ich mal sehr gespannt, der Traeger Rub. So. Mehr noch nicht, abschmecken tun wir später. Das rühren wir jetzt durch und geben das über unsere Kartoffeln, mischen das durch. Hey, Zwiebeln, Knoblauch dazu und schon können wir den Grill starten. Ihr seht es schon, der Käse liegt auch schon bereit. Den darf die Floreibe 10, na, unser neues Gerät, darf die nachher reiben, und zwar mit dem Mega-Aufsatz. Unten sogar nicht mehr. Haben sie ihn jetzt verschwinden? Ah! Ja, ich hab extra versteckt. Na, mit dem Mega-Aufsatz Floreibe 10. Euren Grill, den richtet ihr euch jetzt her für ungefähr 200 Grad. Wenn es 180 sind, ist nicht schlimm. 220 machen auch nichts. 200 Grad. Indirekte Hitze und vorheizen, das kommt jetzt. Während unser Grill vorheizt, haben wir natürlich auch noch was zu tun. Wir sind nämlich noch nicht fertig mit Schneiden. Die Chorizo, die schneiden wir noch in Scheiben. Genauso die Frühlingszwiebeln. Ja, bis aufs Käsereiben haben wir jetzt alles soweit vorbereitet. Die Chorizo und die Frühlingszwiebeln, die geben wir erst später da rein. Jetzt müssen wir erstmal schauen, dass die Kartoffeln weich werden, dass die durchgaren. Das machen wir ohne das, weil wir wollen ja keine Kohle-Chorizo, nein, wir wollen eine leckere Chorizo. Und Steaks, ja genau, Steaks waren auch noch auf dem Brett gelegen. Die brauchen wir später auch noch. Aber jetzt warten wir erst einmal noch, bis der Grill soweit ist. Dauert bekanntermaßen bei einem Keramikgrill immer etwas länger. Und dann geht's los. Das wird wieder mal richtig geil. Ich freue mich schon drauf. Gegrillte Kartoffeln sind mega. Steak sowieso und das Sösli, wo wir da noch reinzaubern, lasst euch überraschen, das wird gut. Haben wir improvisiert. Eigentlich hätte es was anderes geben sollen, ein Rezept vom Jörg Omart, aber das sparen wir uns auf, bis er wieder da ist. Ja, Freunde, wenn ich mir das so anschaue, diese wunderschönen Steaks da auf meinem Brett. Es ist schon eigentlich ein bisschen schade, da nachher Streifen rauszuschneiden. Wir machen es trotzdem. Vorher tun wir salzen und lassen es mal ein bisschen liegen, dass das Salz wirken kann. Das Salz entzieht dem Fleisch jetzt nämlich Flüssigkeit
Dann werden die nachher richtig schön kross, wenn wir sie anbraten, bevor wir sie schneiden. So ist der Plan. Und zum Fertiggaren kommen sie dann nur ganz kurz mit in die Pfanne. Dann sind die noch richtig schön rosa im Kern. Ja, so der Plan. Schauen wir mal, ob er aufgeht. Der Salat ist nicht so ganz so wichtig. Der Flo hat mich gerade darauf aufmerksam gemacht, dass wir eigentlich filmen wollten. Und ich fange da an, so lustig den Salat zu machen. Ja, Salat halt. Ne? Feldsalat und Ananas kommen in eine Schüssel. Und jetzt machen wir noch geschwind ein Sösle. Schaut doch mal genauer hin. Das war schon das ganze Hexenwerk, das geben wir da jetzt rein. Mischen durch. Ja, und dann darf das durchaus mal ein bisschen durchziehen. Salat fertig. Ne? Wie immer, wie meistens einfach. Unsere Pfanne ist da jetzt eine halbe Stunde drin. Die hole ich jetzt mal kurz raus, weil wir müssen ja schließlich die Steaks auch noch kurz, na, wisst ihr schon, richtig Feuer geben. Wir brauchen ein paar Röstaromen. Die Pfanne kommt nebenhin, die Steaks auf den Grill. Kommen wir mal rum, schaut mal mit zu. Oh, die schaut ja schon super aus. Die brauchen schon gar nicht mehr ganz lang. Gleichzeitig, schaut mal in den Grill, kommen die tollen Steaks da drauf. Die tun wir bloß angrillen, dass sie ein paar schöne Grillstreifen kriegen. Und dann kommen die wieder runter. 2 Minuten von jeder Seite reicht mir schon. Und dann geht es an der Pfanne mit dem Grill wieder weiter. Opatz, da ist auch gesagt. Den geben wir jetzt da in eine Schüssel. Ja, ein feines Obatzter Käsesößchen gibt es. Ja. Und in den Obatzten geben wir jetzt noch unsere Soße. Wir haben hier eine wunderschöne Tennessee Red Sauce. Die ist ein bisschen flüssiger als eine normale Barbecue-Soße. Zumindest jetzt in dem Fall von Blues Hodge. Die schütten wir da jetzt drauf. Ja, das reicht. Das reicht dicke. Jetzt verrühren wir. Wenn wir das dann schön verrührt haben, geben wir das da oben drauf. Das Süßchen ist auch fertig. Ich hoffe, das schmeckt besser, als es ausschaut. Riechen. Ja, riechen tut's gut. Da geben wir jetzt noch unsere Chorizo-Scheiben rein. Und sobald das Fleisch fertig ist, kommt das Ganze wieder auf den Grill. Dann schauen wir, dass wir die Chorizos noch ein bisschen angeröstet bekommen. Dann mischen wir das Süßchen dazu. Und in der Zwischenzeit haben wir das Fleisch geschnitten in schöne Streifen. Durchmischen, Käse drüber. Ja, du kommst mal nicht aus, du reibst den Käse noch, Flo. Ja, hab dir extra eine neue Reibe gekauft. Wo, aus dem Poco für 99 Cent? Na, 20. So. Ja, das ist der Plan für die nächsten Minuten. Also es wird langsam spannend. Wir können bald essen. Jetzt schauen wir noch geschwind, was das Fleisch macht. Das müssen wir bestimmt umdrehen. Das platzieren wir jetzt ein bisschen außen rum. Weil mit Deflektorstein scharf angrillen ist natürlich immer ein bisschen schwierig, vor allem wenn er nur auf 200 Grad eingepegelt ist. Aber das kriegen wir hin. Wäre ja gelacht, wenn nicht. Im Grill haben wir wieder getauscht. Ihr seht, das Fleisch ist heraus, die Pfanne ist drin. Die Chorizos haben wir noch richtig schön untergerührt. Jetzt müssen wir da schon Streifen schneiden. Das machen wir jetzt quasi. Ja, und gleich, so in 2-3 Minuten, bringen wir alles zusammen im Grill. Dann darf das Ganze noch ein bisschen überbacken. Ja, fertig sind wir. Ha, geil. Fünf Minuten, dann sehen wir uns zum Fazit. Und genau die 5 Minuten später stehen wir wieder hier und jetzt schauen wir doch mal gemeinsam da rein. Ich glaube, der Nase nach, wir können essen. Ja, so ein One-Pan-Ding, das geht ja immer relativ schnell, relativ problemlos und relativ von alleine. Man hat ganz viel Zeit für ganz viel Bier. Und bevor es einem schlecht wird, probieren wir. Das darf ich jetzt tun. Ich fange mal mit dem Salat an.
Ne? Auf der Rest freue ich mich nämlich viel mehr. Ein schöner, süßer Feldsalat. Passt zu ganz vielen. Täten es vielleicht sogar zu Geflügel bevorzugen. Aber macht gar nichts. Wir haben ja hier noch feine Kartoffeln, leckeres Steak, tolle Chorizo. Schön gewürzt. Mega. Schöne Bacon Jam auf das Steak drauf. Und selbst der Oberst, sogar der kommt durch. Also richtig toll. Das kann man echt machen. Schön würzig und leicht. Bevor es jetzt kalt wird und die alles ohne mich trinken, ne? die stoßen gerade alle an, sage ich Servus. Wir sehen uns nächste Woche in der Früh um 6 am Mittwoch. Da sehen wir uns wieder. Bis dahin wünsche ich euch was und ihr schreibt unten rein, wie euch das Rezept gefallen hat. Wenn ihr es nachgemacht habt, ne, wisst ihr, was ganz besonders wichtig ist. Wie es geschmeckt hat, wollen wir wissen. Und bis dahin ganz viele Daumen, ganz viele kostenlose Abos. Ganz, ganz wichtig. Und jetzt halte ich die Schnauze, die trinken. Ich muss auch dahin. Bis dahin, wir sehen uns, mach es gut. Servus, habe die Ehre. Ade, Weidmannsheil. Bis zum nächsten Mal.